Hallo, ihr lieben Sängerinnen und Sänger. Seid herzlich gegrüßt zu unserem Donnerstagssingen. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass der Frühling so sehr alles wachkitzelt und haben uns überlegt, welche Oldies but Goldies gibt's, die wir oder eigentlich der Wolfgang auch in dem Fall jetzt das nächste Lied unglaublich gern singen, weil es das Gemüt einfach so anspricht und so ein bisschen auch die Sehnsucht zum Ausdruck kommt nach dem Tun wieder. Ja, genau. Ich möchte mit euch heute ein Lied singen, das kommt aus der jüdischen Tradition und ganz besonders auch aus der jiddischen, also in jiddischer Sprache, die ja sehr eng mit dem Deutschen verwandt ist. Und ich denke, ihr könnt auch gut mitsingen. Wir werden den Text auch mit abdrucken. Dieses Lied ist ein Liebeslied. Tumbalalaika hat so was ganz Verträumtes, so ein schöner, wiegender Walzertakt. Ja, und das sind jetzt keine typischen Chants, aber die laden auch sehr ein zum Mitsingen und zum Tanzen natürlich auch her. Ja, wir beginnen mit Tumbalalaika. Unser
zweites Lied ist für heute ein Mantra. Der Text stammt aus dem Sanskrit. Das ist ein Sonnenmantra. Und die Melodie, die Musik hat Philipp Stegmüller aus München dazu gemacht. Und ja, es ist ein wunderbarer Singleiter, der in München und auch an anderen Orten singt und wirkt. Und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Mantra auch singen dürfen. Es geht um den Sonnengott Surya. Und wir können mit diesem Mantra uns einfach nochmal ein Stück weit verbinden, singend verbinden mit der Sonnenenergie, mit der Lebenskraft, die die Sonne spendet, und uns öffnen, unser Herz öffnen. Und ja, von der Geschichte her ist Surya eben der Sonnengott, der in der Vorstellung mit seinem Sonnenwagen und seiner Gemahlin Chayal, das ist der Schatten, über den Himmel fährt und zieht. Und wie es auch so in der Natur, im Leben ist, Sonne und Schatten sind zwei wichtige, gleich wichtige Qualitäten. Und ja, genießen wir diesen wunderschönen Frühling, der uns so viel mehr an Licht bringt, an heilsamer Sonnenenergie, und lassen unsere Stimmung ausgleichen, unsere Gesundheit auch von der Sonne zum Positiven hin sich entwickeln lassen. Ja, viel Freude mit diesem Sonnenmantra. Om Rim Sum Suryaya Namaha. Thank you.
Als nächstes singen wir ein wunderschönes Lied, das aus Westafrika stammt, Ile Gbo Gbo. Ein Lied, das für Obatala ist, einen Orisha, den höchsten Orisha, den Schöpfergott, der auch die Erde erschaffen hat. Und dieses Lied und auch die afrikanische Religion der Yorubas, der Stamm der Yoruba, die hat sich verbreitet über die ganze Welt, kann man sagen, besonders in Kuba und Südamerika, Brasilien, also die afrokubanischen Kulte Santeria und in Brasilien Candomblé. Und ich selbst war vor vielen, vielen Jahren zweimal in Brasilien und habe mit großer Begeisterung auch an diesen Zeremonien teilgenommen, wo hauptsächlich von Frauen durchgeführt werden. Die Frauen sind der eingeweihte Medien, die Filia de Santos und die Mae de Santo, die Mutter der Heiligen, Filia de Santos, die Töchter der Heiligen. Und dann gibt es Trommler und durch diese Gesänge fallen dann die Medien in Trance und die Gottheiten verkörpern sich sozusagen in ihnen im Tanz. Und diese Medien haben eine besondere Segenskraft dann auch. Und es gibt verschiedene Götter, Iemanjá, die Göttin des Meeres zum Beispiel. Und in diesem Fall jetzt Obatala, der höchste Schöpfergott, der die ganze Erde erschaffen hat. Ja, und wir singen jetzt dieses Lied, das ursprünglich aus Westafrika kommt. Orisha, Orisha, la, lo mulo ba ye o ile.
Unser letztes Lied für heute ist ein Lied, das ich auf den Text von Franz von Assisi gemacht habe, der übersetzt bedeutet: Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, zum Instrument deines Friedens, also mehr dieses klangliche Instrument, so empfinde ich das. Und es ist natürlich im Original in der italienischen Sprache und so wollen wir es auch singen. Es ist auch quasi entstanden, weil wir nach Assisi gereist sind, um mit Michael Stillwater und seiner Frau Doris Lesser Stillwater ein Seminar dort zu machen in Assisi selbst. Ein wirklich sehr kraftvoller Ort, wo man die ganze Geschichte dort sehr, sehr lebendig spürt, auch noch Jahre oder hunderte Jahre danach. Ja, es geht um den Frieden und wir wünschen euch mit diesem Lied dieses Gefühl oder diese tiefe Anbindung an den Frieden in euch, um ihn auch in die Welt tragen zu können. Ihr selbst als Friedensbotin, als Friedensbote für, ja, für den Frieden, für die Liebe, für das, was uns nährt. Oh,
Wir wünschen euch eine gute Woche und freuen uns auf das Wiedersingen am nächsten Donnerstag. Habt's gut, bis dahin. Tschüss zusammen. Ciao.